Hey Leute, herzlich willkommen bei German Trans Boys. Das Thema der Woche ist, sind die OPs, ob sie verpflichtend sind oder nicht. Heute kommt ein kurzes Video von mir, weil ich nicht viel Zeit habe, schon Freitagnachmittag ist und jo. Zuallererst, Operationen sind nicht mehr verpflichtend. Ihr müsst keine Operation machen, um euren Namen ändern zu können. Damals war es so, dass man die OPs machen musste, um den Namen ändern zu können. Und um das Geschlecht im Ausweis ändern zu können, das ist aber nicht mehr so. Das heißt, ihr könnt euren Namen ändern lassen, müsst danach aber keine Operationen machen, wenn ihr euch zu Risiko reißen oder ihr euch dann in eurem Körper vielleicht doch wohl fühlt. Ihr könnt auch, soviel ich weiß, so wie die anderen Jungs gesagt haben, die OPs ohne Namensänderung machen. Und ja, deswegen seid ihr nicht weniger transsexuell als die anderen. Jeder fühlt sich in seinem Körper so wohl, wie er sich wohlfühlt. Wenn er eine Operation machen mag oder nicht, ist es ihm oder ihr überlassen. Und ihr müsst das tun, was ihr für richtig haltet. Das ist euer Weg, er gehört niemand anderem, ihr beschreitet ihn. Ihr müsst entscheiden, wie ihr euch wohlfühlt und euch danach richten und euch wirklich dann nicht unterkriegen lassen von anderen Leuten. Das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann. Das ist ein kurzes Thema, wirklich. Ihr müsst die OPs nicht machen. Viele Leute sagen echt, das Risiko ist mir zu hoch, die Ergebnisse gefallen mir nicht, ich selbst werde jetzt halt nächstes Jahr, wenn alles klappt, ich die Genehmigung überall bekomme und einen Termin bekomme und einen Arzt finde und alles drum und dran, werde ich nächstes Jahr meine Mastektomie machen und die Hysterektomie und dann den Aufbau, da werde ich noch ein paar Jahre warten, bis es gute Ärzte dafür gibt oder die Ergebnisse zumindest gut ausschauen und mir gefallen. Und ja, ich denke, ich bin auch erstmal zufrieden, wenn ich jetzt nur die beiden OPs habe, vor allem die Mastektomie, weil ich mir denke, was ich in meiner Hose habe, sieht keiner. Und andersrum kann ich mich in der Öffentlichkeit umziehen, ich brauche keinen Abbinder mehr und kann ins Schwimmbad gehen, habe da schon Mordserleichterung, wenn ich endlich mal die Brüste weg habe. Ja, das war's schon wieder diese Woche von mir. Leider sehr, sehr kurz, tut mir leid, ich habe nicht viel Zeit gehabt und bin momentan super im Stress. Privat auch viel zu tun mit Problemen und allem und ja. Nächste Woche kommt ein ausführlicheres Video von mir. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.